空田のバカ。Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich habe wieder am Start am letzten Montag und ja, ihr seht richtig, wir spielen ein neues Spiel von ComTOAS. Schlimmer kann's nicht werden, ne? Nein, Quatsch. Also, ComTOAS hat ein neues Spiel rausgebracht. Ist relativ frisch. Ich glaube, der Release war vor einem Monat oder die Beta war vor einem Monat oder so. Ist jetzt jedenfalls sehr aktuell und ganz neu im App Store. Und wir spielen heute Chain Strike. Im Stil wie ein Schachspiel, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ich habe selbst noch nicht reingesehen, sondern nur so die Screenshots im App Store mal angeguckt und so. Und ich würde sagen, wir testen das Spiel jetzt gemeinsam. Wir nennen uns natürlich X7. Und dann beginnen wir die Reise in ein neues Abenteuer von... Ihr seid so böse! Wieso klaut ihr meinen Namen? Das darf doch nicht wahr sein! X7 Magic. So. Oder wir nennen uns einfach nur Heaven Magic. Vielleicht gibt's das noch. Heaven Magic. Gibt's das? Yes. Okay. Also die Story ist mit Synchro. Ich find's cool, aber es ist leider nicht japanisch. Ist es koreanisch? Klingt komisch, wir skippen das. Komm, wir haben keinen Bock drauf. Ja, ja, wir spielen das Spiel. Sorry, normalerweise höre ich mir immer Story oder so an, vor allem wenn es asiatisch ist. Aber eigentlich Chinesisch höre ich gerne, Japanisch höre ich am liebsten, aber ich glaube, das klang koreanisch. Das klingt koreanisch, oder? Wenn es chinesisch ist, dann Schande über mein Haupt, aber gut. Lucien sagt, gut, wir sind nun im Zentrum des Imperiums. Edel sagt, wir müssen nur noch dorthin, wo sich die Filias befinden. Ich werde euch den Weg zeigen, sagt Semus. Semus! Ah, und dann haben wir noch Finn. Da ist ein Wachturm, wir müssen dort rein. Alright. Von der Grafik her sieht es sehr gut aus. Beobachtungsturm-Skill aktiviert. Hör mir genau zu. Ich höre. Jeder Wächter hat seine eigene Richtung. Okay, also quasi wie ein Schachfeld. Ja, wir sind jetzt, also wir übernehmen jetzt verschiedene Rollen. Wir können uns dann hier auf diesen grünen Flächen bewegen. Und die hellgrünen sind da die Felder, die man angreifen kann. Die Flächen mit dem Ausrufzeichen sind Warnungsfelder und sind Angriffsfelder des Beobachtungsturms. Also wo die Ausrufezeichen sind, da kann uns dieser gegnerische Turm treffen. Deswegen gehen wir wahrscheinlich besser nicht dahin. Nun, dann lass uns zum Zielbereich gehen, ohne vom Beobachtungsturm angegriffen zu werden. Okay, dann gehen wir am besten dahin. Ein Wächter kann jede Runde nur eine Aktion ausführen. Also plane deine Aktion weise. Das ist quasi wie so ein rundenbasiertes RPG. Wie Final Fantasy Tactics ein bisschen. Nur im Schachstil, wie gesagt. Und noch etwas. Schau mal unten rechts im Bildschirm. Okay, da haben wir so Kristalle. Aktionspunkte werden verbraucht, wenn der Wächter eine Aktion ausführt und die Runde endet, sobald alle Punkte verbraucht... Nein, und die Runde endet, sobald alle Punkte verbraucht werden. Du kannst auch den Runde-Beenden-Button tippen, um die Runde sofort zu beenden. Also ohne eine Aktion noch durchzuführen. Oder wir machen noch was, oder? Können wir... Ne, angreifen bringt ja nichts. Sollen wir uns mit dem bewegen? Gehen wir mit dem mal nach dahin. Und dann können wir noch einen bewegen. Dann ist unser letztes Feld vorbei. Ich würde sagen, wir gehen mit der sogar mal nach da vorne. Und jetzt ist der Gegner dran. Kann uns nicht treffen, weil wir nicht in diesem Feld sind. Und dann sind wir wieder dran. Ich dachte, es kommt nochmal Tutorial oder so. Aber nein, wir sind jetzt direkt hier. Gut gemacht. Bewege. Das ging mir ein bisschen zu schnell. Und sie führen wir mal nach da. Jetzt kommt der Gegner wieder dran. Der greift nochmal an. Und hat jetzt seine Felder gewechselt. Und kann jetzt andere Sachen angreifen. Aber okay, wir haben es geschafft. Ich dachte, wir müssen auch kämpfen oder so. Aber im ersten Tutorial wahrscheinlich nicht. Hier sind jetzt Gegner. Verräter, bringt sie um. Oh nein, scheint so, dass sie auf dem Weg zu uns sind. Ja, okay. Wir killen die jetzt. Jetzt geht der richtige Kampf los. Lass uns die Gegner niederhauen. Du kannst die Perspektive ändern. Oh, okay. Finde ich gut. So dann, ich erzähle dir etwas übers Kämpfen. Du kannst den Gegner innerhalb der Handlungsreichweite mit deinem Angriffsskill angreifen. Tippe auf mein Bild unten.
Du kannst mit einem Tipp einen Angriffsskill wählen. Wieso probieren wir nicht mehrfachen Schlitzskill aus, der 2 AP benötigt? Der hat eine größere Reichweite und bam bam. Wir sind auf Vampire und healen uns. Cool. Okay, das habe ich jetzt nicht lesen können, das ging mir ein bisschen zu schnell. Wir können wir hiermit angreifen oder so? Oder wartet. Können wir auch irgendwas anderes machen mit der? Aber wir haben nur einen Aktionspunkt, ich verstehe. Besiegen wir alle übrigen Gegner. Ich denke, wir gehen mit dem mal... was ist das denn hier? Erhöht die Angriffskraft und die Verteidigung aller Verbündeten. Können wir das machen? Ja, sehr gut. Und das hat 0 Aktionspunkte gekostet. Und wir beenden einfach mal die Runde. Mehr können wir sowieso gerade nicht machen. Das war nice. Okay, der bewegt sich. Dann können wir jetzt vielleicht mit dem... Was haben wir denn hier? Greift den Gegner, um die Verteidigung zu senken. Also quasi Defense Break. Und ansonsten haben wir einen Heal. Machen wir einfach mal den Defense Break. Wow, machen wir so einen Triple-Angriff. Das war nice. Okay, mehr Aktionspunkte haben wir jetzt sowieso nicht übrig. Wir haben keinen anderen Buff, der nichts kostet. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach mal dahin und beenden unsere Runde. Der macht jetzt Rage. Oh oh. Das tat weh. Und... der letzte Wächter kann die verbleibende AP aller nutzen, also sei vorsichtig. Okay, wir passen auf. Das ist so ein AOE, das ist ein schneller Angriff, 65% Chance zu betäuben. Machen wir einfach mal das hier. Bam, nice. Die Animation gefällt mir, wir haben den direkt gekillt, wow. Schick, 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 komm, wir skippen das, wir wollen die Story nicht hören. Nee. Lieber mal das System uns ansehen, wie das Ganze hier funktioniert. Das sieht gefährlich aus. Bossstein. Okay. Der sieht so gefährlich aus und dann hat er einfach so einen dummen Namen. Achtung, die Warnfelder sind die... Okay, da müssen wir rausgehen. Dann gehen wir einmal nach hier und mit der gehen wir... nach hier und mit dem gehen wir auch nach hier. Und dann beenden wir mal die Runde ohne anzugreifen. Ich will nicht, dass wir da von diesen Schwertern aufgeschlitzt werden. Der greift uns jetzt leider an, aber ist, denke ich, okay. Würde sagen, wie wäre es, wenn wir die Angriffs über meinen Buff-Dings machen? Ja, wir haben ja den Buff eben schon gelernt. Das machen wir jetzt auch sofort. Wir erhöhen jetzt unsere Attack. Das ist nice, dass dieser Buff 0 Aktionspunkte kostet. Das ist sehr nützlich. Ich würde sagen, wir machen den, wartet, wir müssen, können wir mit dem hier irgendwas machen? Oder mit ihr vielleicht was? Greift den Feind an, Bonusschaden, machen wir einfach mal das hier. Bam, 11.000, what? Und wir haben noch eine Fähigkeit, was ist das? Er holt die AP, ne, ich glaube, das brauchen wir nicht. Oder? Jetzt habe ich doch geheilt und sogar den, der Full Life hatte. Das war ein Fehler meinerseits. Sorry. Oh oh. Aber der fügt nicht so viel Schaden zu. Ja, ich habe die Erholungsskill sowieso schon gemacht. Es war ein bisschen dumm von mir. Aber gut. Jetzt machen wir es nochmal. Okay, jetzt haben wir einen AOE-Heal wenigstens gemacht. Gut, wir machen jetzt mal den Skill. Können wir den hier treffen? Nicht? Oder den? Ah, den können wir treffen. Geh weg, Clash Royale. Nice, mit Animation sogar. Bam, bam. Der hat aber viel mehr HP. Der stirbt nicht so schnell. Eigentlich wollte ich erst diesen kleinen Soldaten da kaputt machen. Oh, oh. Okay, es geht noch. Nehmen wir ihn und machen mal das hier. Ah, ne, das ist zu nah dran. Geht das hier? Wir müssen mit dem... Gehen wir mit dem erstmal weg. Gehen wir mal nach hier. Können wir dann mit dem noch... Ach, wenn die gegangen sind, dann können die nichts mehr machen. Ich verstehe. Kann er das machen? Machen wir jetzt nochmal das. Bam! Ich finde es cool, wenn die so zusammenarbeiten. Das ist cool. Okay, skip. Wir haben den gekillt. Video jetzt überspringen? Ja. Könnt ihr euch ja selbst ansehen, wenn ihr das Spiel testet oder so. Skip. Okay, du solltest die Aktionsreichweite der Gegner überprüfen, bevor du Lucien platzierst. Tippe auf den Gegner, um die Aktionsreichweite zu sehen. Okay, also da sehen wir, wie es beim Schachfeld ist. Ja. Wenn du mehr erfahren willst, dann halte den Finger gedrückt. Okay, und dann sehen wir hier, was der genau kann.
Gut, und dann können wir unseren Typ irgendwo platzieren. Und dann haben wir ihn noch, dann können wir den da hinsetzen. Nice. Okay, so sieht es dann quasi der Anfang von einer Runde aus, dass man die irgendwo platziert. Auch nützlich. Mysteriöse Frau. Alright, wir kämpfen jetzt gegen Schleim. Jetzt sind wir Level 1 wieder. Eben waren wir Level 40. Deswegen waren wir so mega stark und jetzt lernen wir quasi unsere unsere Leute erstmal kennen und leveln die dann mit und mit. Okay, ich weiß nicht, ob man hier beschwören kann. Eigentlich müsste es so sein, dass man beschwört, sonst wäre es kein Comptoir-Spiel, wo man Geld für ausgeben kann. Aber momentan haben wir nur die gleichen Typen, aber vielleicht wird sich das nachher ändern. Ich würde sehr gern mit ihm angreifen. Können wir das? Yes. Und dann der ist so ein Magier und der andere ist so ein Schwertkämpfer quasi. Wir gehen nur ein bisschen näher an den Schleim. Der greift uns jetzt an und haut ab. So ein Mistkerl. Komm, wir machen mal den Skill. Bam. Und es hat geklappt. Easy. Nice. Level 1 abgeschlossen. Skip. Victory S. Ja, wir bekommen dann Erfahrung, bekommen irgendwie eine Belohnung und gehen jetzt zurück zur Lobby. Ich bin gespannt. Ah, so sieht's aus. Ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt, wie es aussieht. Beschwören. Was habe ich euch gesagt? Natürlich muss man beschwören. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit dem Gratis-Beschwören. Den Rest können wir gerade noch nicht machen. Net 5. Net 5. Das erinnert so ein bisschen an Destiny 6 mit diesem Kristall und dann so. Okay, 3 Star. Alright, gehen wir erstmal raus. Zurück. Ist ja sowieso noch Tutorial. Ich gehe hin zum Abenteuerbereich. Oh, wow. Das sieht cool aus. Das sieht echt nice aus. Mal Mission 2. Wir überspringen die Story wieder. Wir überskippen die. Dann können wir jetzt den mitnehmen. Und dann nehmen wir ihn einfach mal dahin. Es ist leider vielleicht ein kleines Rauschen zu hören und es würde jetzt sogar lauter, weil ich mein MacBook an Strom anschließen muss. Es ist immer so, im Sommer rauscht es so extrem, weil es zu warm ist für das arme Teil. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Okay, jetzt habe ich nicht aufgepasst, was ich machen muss. Aber nun, meine Runde ist vorbei, wenn ich bewegt wurde. Ja, das haben wir schon gelernt. Also wenn der bewegt wurde, dann können wir nichts mehr machen. Aber wir machen jetzt diesen Triple-Angriff, da sehen wir diese blauen Linien. Das heißt, jeder haut da drauf. Das gefällt mir am besten. Habe ich ja eben auch schon gesagt. Das ist nice, wenn die so in Reichweite sind, dass alle drei zusammen angreifen. Das ist echt cool. Kann der auch was? Gift. Ich glaube, ich mache lieber mit dem nochmal das hier auf. Ah ne, der ist zu weit weg. Der ist nicht in unserer Reichweite drin. Dann mache ich lieber mit ihm den hier. Bam, bam. Jetzt haben wir nicht zusammen angegriffen, weil wir nicht so richtig im Bereich waren. Ich denke, wir gehen mal mit dem nach hier. Und dann ist unsere Runde vorbei. So, die greifen uns jetzt zusammen an. Und wir können wir mit dem hier angreifen. Ich glaube, wir machen jetzt mal das hier. Bam. Der macht nicht so viel. Und hier können wir noch den Attack Buff auf uns ausüben. Das hätten wir vielleicht eher machen sollen. Dann ist unsere Runde wieder vorbei. Aber cool, also ich finde es gut durchdacht. Macht echt Spaß. Und bisher sieht es echt schick aus. Ich weiß, wie gesagt, also nicht wie gesagt, ich sag's euch jetzt. Ich weiß nicht, ob es so ein Pay-to-Win-Spiel ist, dass man wirklich sehr viel beschwören muss. Man kann jedenfalls oben auch den Automodus anmachen und sogar die Geschwindigkeit verbessern oder erhöhen hier mit zweifach. Das ist nice. Also man kann auch schön farmen. Dieses M ist die Mission. Gut. Jetzt will ich mir aber jetzt nochmal den Rest in Ruhe anschauen. Und vielleicht können wir auch irgendwas öffnen oder so. Und ich weiß nicht, was wir mit diesen lila Dingern machen müssen. Vielleicht ist das die Premium-Währung, ist das Kristalle oder so? I don't know. Szenario überspringen. Okay. Autoplatzierung geht auch. Okay. Und dann machen wir mal den Kampf. Also die Schuhe oder Stiefel oder was auch immer. Dias. Das ist quasi unsere Energie. Läuft jetzt im Automodus? Yes. Okay, die machen das jetzt, wenn ich das im Automodus mache. Und die sind auch anscheinend schlau, auch wenn er verfehlt hat, warum auch immer. Aber die Animation sieht so gut aus. Wow.
Wow, man muss nur aufpassen, wenn man dann sich mitten in die Gegner reinstellt, dass die, also da, wenn die dann zusammen angreifen können, das ist gefährlich. Also man muss wirklich die Richtungen im Hinterkopf haben, wie die angreifen können. Vor allem, weil man ja nur, also wenn man sich bewegt hat, dann kann man nicht mehr angreifen. Man muss sich erstmal richtig hinstellen und dann kann man erst angreifen in der nächsten Runde oder so. Sonst hat man ein Problem. Nice, das ging schnell. Und jetzt gehen wir mal zurück zur Lobby. Okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Also das ist unser Szenario. Geht dann natürlich noch weiter. Ganz viele Kapitel. Nummer 8 ist das letzte, glaube ich, erstmal. Ja, momentan. Dann gibt es normal schwer Hölle, wie in allen. Und unten haben wir noch so eine kleine Belohnung. Belohnungsinfo. Da sind die verfügbaren Wächter und Items. Kennen wir aus den klassischen Spielen. Gut, wir haben oben 10 PvP-Tickets, das ist wahrscheinlich Arena oder so. Hier ist noch sehr viel geschlossen, das wird dann irgendwann später freigeschaltet. Vergessener Turm, wahrscheinlich sowas wie TOA. Und dann gehen wir mal zurück zur Lobby. Hallo, warum überprüfen wir nicht Dinge, die wir tun müssen? Gucken wir mal hier rein und dann haben wir hier unsere Quests, um Belohnungen zu bekommen. Einsammeln. Mich stört ein bisschen die Sprachausgabe, so sehr ich die normalerweise liebe. Mir gefällt die irgendwie gar nicht. Also, weiß auch nicht, was ich daran auszusetzen habe. Nicht so schön. Aber gut, wir haben einiges bekommen. Und dann sehen wir, was wir noch machen müssen. So, was haben wir denn noch hier? Können uns jetzt mal alles angucken. Daily Login natürlich, unsere täglich Comtours-Werbung. Und Mondsteine beim Level Up, das ist auch nice. Ich glaube, Mondsteine sind wirklich die Premium-Währung. Also quasi Kristalle, hä? Level 1. Finde ich cool, dass wir hier wirklich so viel Belohnung bekommen. Das ist gut. Tipp auf den Lobby-Platzierungs-Play-Button. Der beste Weg zum Aufleveln. Nice! Also das ist schick. Das sieht sehr schick aus. Also das Feld gefällt mir. Was haben wir noch? Herausforderung. Und natürlich Community da noch daneben. Also irgendwie Chatten und Gilde oder so. Herausforderungen gibt es dann auch noch. Und es gibt sehr viele. Und die quatscht da die ganze Zeit. Holy shit, gibt's viele. Okay, wir sammeln das erstmal ein. Und vielleicht können wir ja gleich beschwören oder so. Wäre lustig zum Abschluss des Videos. Hier können wir noch irgendwas einsammeln, aber ich sehe nirgendwo was. Wo haben wir denn irgendwas abgeschlossen? Ich sehe überall nur 0 von 1, aber hier ist irgendwas rot. Okay. Haben wir das eingesammelt. Gut, gehen wir mal raus. Dann haben wir hier unsere Wächter. Sind unsere Typen, die wir benutzen können. Wir müssen auch gleich oben auf diesen Brief klicken, damit wir da irgendwas noch einsammeln können. Wir können die Leveln aufwerten. Dann gibt es da Runen oder so. Oder irgendwas anderes. Okay, da wird alles erklärt. Ausrüstung, okay, es gibt Schwerter. Verstehe. Also keine Runen diesmal, sondern nur Entwicklung, das ist quasi, nein, Erweckung und dann Stern erhöhen und Transzendenz. Keine Ahnung, wo der Unterschied zwischen dem hier ist. Dass man direkt Level 45 wird oder so? I don't know, hier wird's erklärt. Transzendenz, wenn ein Erweckter Wächter Level 40 und Aufwertungslevel plus 5 erreicht hat, kann er transzendiert werden. Oh, du benötigst den gleichen Sixter-Wächter derselben Richtung. Holy. Also es gibt sehr viel zu tun in diesem Spiel, aber sieht cool aus. Gut gemacht. Kampf kennen wir ja schon. Shop gucken wir ganz kurz mal rein. Dann gleich beim Postfach und dann beim Beschwören. Also man kann natürlich sehr viel Geld ausgeben. Beschwörungspaket. 225. So viel haben wir leider nicht. Schade. Okay. Magie-Shop. Was haben wir da? Da können wir irgendwas durch Geld kaufen oder Gold. Die Slots sind noch locked. Quasi wie in SW unser Magie-Shop. Dann haben wir hier jetzt noch unsere Post. Alles einsammeln. Bitte ganz viele Schriftrollen. Naja, das ist nur die Check-In-Belohnung. Nur so ein Trank oder so. Sondermission. Okay. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal Beschwören. Vielleicht können wir irgendwas beschwören, ich weiß es nicht. Wäre cool. Wir haben 4 von dem einen. Und ansonsten können wir leider nichts machen. Schade. Ah, oh, das ist eine legendäre. Das ist eine mystische. Das ist eine normale. Und das ist auch nur normal. Oh. Und hier sehen wir auch die Rate. Mal sehen, ob die besser als in SW ist.
Standard Net 5 0,8% aus einer MS und Standard Net 4 12%. Hier ist die Rate höher als in SW. Aber wahrscheinlich sind die dann auch nicht so viel wert, ja? Ja. Naja, also schön, dass die Raten jetzt überall veröffentlicht haben. Schade, dass wir nirgendwo was machen können. Aber wir haben eine Free MS jeden Tag, also alle 24 Stunden. Naja, das soll es mit diesem Spiel gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mich wissen, was ihr von diesem Spiel haltet. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einfach ein Like da, wie bei allen Let's Test Videos. Ich hoffe, euch geht's gut. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.